Der Neumond lädt dich ein, etwas Neues zu beginnen. Er heißt ja auch Neumond. Und gerade jetzt am 11.2. ist noch die Schwingung des Universums über die 11 dabei und wird dich dabei sehr gut unterstützen. All dies möchte ich mit dir erläutern und dich dann auch am Schluss des Videos zu einer hochenergetischen, gechannelten Meditation einladen, wo wir uns mit dem Neumond verbinden und uns neu ausrichten mit der Zahlenschwingung der 11. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf dich. Ja, der Neumond gibt uns die Möglichkeit, etwas Neues zu beginnen. Doch bevor wir jetzt uns klar darüber werden, etwas Neues zu beginnen, sollten wir nochmal zurückschauen auf das alte Jahr und schauen, ob wir auch alles oder, naja, so viel wie möglich, alles ist immer so sehr, das kann man gar nicht erreichen, alles, aber eben so viel wie möglich gelöst haben, geheilt haben, geklärt haben, denn das letzte Jahr war ja dazu da, dass wir tatsächlich uns ja bewusst werden konnten über unsere Schwächen und die dann auch in die Heilung gehen durften. Also schau jetzt einfach noch mal so im Inneren, konzentriere dich mal auf dein Herz und auf dein drittes Auge und lass dann vor deinem dritten Auge so einfach die Dinge nochmal vorbeiziehen. Habe ich alles eigentlich erledigt? Habe ich mich ausgerichtet? Oder gibt es noch irgendwas, ja, was in die Heilung gehen möchte? Und dann schreibst du dir das vielleicht auf, damit du es nicht vergisst. Denn durch den Trubel der Zeit ist es ja so, dass wir schnell Dinge vergessen, die eigentlich sehr wichtig sind. Und dann können wir uns dem Neumond zuwenden. Ich habe hier im Hintergrund so eine kleine Form vom Neumond mal für euch aufgezeigt. Normalerweise am richtigen Tag des Neumondes sieht man ihn ja kaum. Da ist er so dünn, dass man ihn gar nicht sieht, aber fühlen kann natürlich. Neue Visionen, Wege des Erwachens, das ist die Energie, die dich erwartet, zu erkennen, wer du bist und inwieweit du dich ausrichtest in deiner persönlichen Spiritualität. Also die Ausrichtung, um wirklich zu sagen, ich gehe ganz bewusst den Weg zur Spiritualität. Ich gehe, ich mache Seminare, ich mache Webinare, ich mache ganz viele Meditationen. Ich richte mich aus und ich gehe ganz tief in mein Herz hinein, um mich zu spüren, um die Seele zu fühlen. All dies sind Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um dann herauszufinden, welche Ziele du noch hast, welche oder was du benötigst, um da weiterzukommen. Und da kommt die Neumondenergie jetzt ins Spiel. Denn es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen, beziehungsweise auf dem Weg, wo du bist, den nächsten Schritt zu unternehmen, den nächsten Schritt, um dein Ziel zu erreichen, um einfach ja weiterzukommen, persönlich weiterzukommen. Auch wäre es die Möglichkeit, um neue Projekte zu beginnen, um Wünsche in Erfüllung zu bringen, die du schon lange hast. Der Neumond hat durch die Zahl 11, am 11.2. ist er ja, trägt er auch noch die Schwingung des Universums, der Spiritualität, der Neuausrichtung, der Schöpfung. Und die 11 ist ja eine Meisterzahl, das heißt die Energieschwingung des Meisters auf deinem Weg zur Meisterschaft steht dir zur Verfügung. Deswegen hat für mich der Neumond im Februar eine ganz besondere Kraft und die möchte ich natürlich gerne mit dir zusammen nutzen. In der gechannelten Meditation werden wir da ganz intensiv eintauchen. Das machen wir nachher.
Bevor wir beginnen, solltest du dir jetzt mal überlegen, was habe ich denn gerne, was möchte ich denn gerne, wo möchte ich weiterkommen, welche Ziele habe ich denn für dieses Jahr, was ist für mich wichtig? Denn die Klarheit, wenn du klar bist, was du möchtest, wenn du da eine Zielrichtung hast, ein gut ausgerichtet bist, kannst du natürlich viel einfacher wissen, was du möchtest und dann auch dein Ziel formulieren. Also damit meine ich gedanklich formulieren, beziehungsweise dir so vorzustellen, vor deinem dritten Auge vorzustellen, als wenn es schon sich erfüllt hätte. Es ist so, dass Wünsche nur dann in Erfüllung gehen oder Visionen nur dann wirklich zum Leben erwachen können, wenn man das in der Jetztzeit tut, also schon so lebt, wie wenn es so wäre. Und in dem Moment bekommt dieser Wunsch, diese Vision Kraft und kann sich entfalten. Das ist mit den Gesetzen des Universums verbunden und ist einfach etwas, wo man sich nicht entziehen kann. Das bedeutet, wenn du einen Wunsch für die Zukunft hast, wenn du sagst, das werde ich irgendwann mal machen, dann hat es überhaupt keine Schwingung, die dazu beiführt, dass sich der Wunsch erfüllt. Das sollte man wissen und ich höre so oft von den Menschen, die sagen, ja, das mache ich irgendwann mal oder das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. Diese Aussage, irgendwann ist nirgendwann. Das ist also eine blöde Affirmation. Also das bringt keinen Sinn, keinen Zweck, erfüllt sich nicht. Das solltet ihr wissen. Also ihr solltet auch nicht sagen, in 2 Jahren möchte ich gerne dies und das und dich dann auf die Zukunft konzentrieren, sondern jetzt schon. Immer auf das Jetzt konzentrieren und dann das auch manifestieren. Das wäre sehr wichtig zu wissen. Also werde dir klar, was ist für dich wichtig jetzt? Welche Schritte möchtest du tun? Oder vielleicht auch, welche Menschen möchtest du kennenlernen? Oder vielleicht eine neue Partnerschaft beginnen? Auch das. Also alles, was neu ist, kann jetzt nachher sehr gut manifestiert werden und wird eben durch die Schwingung der Elf und des Neumondes kolossal gut unterstützt. Also es ist wirklich die Gelegenheit, das Leben jetzt für dieses Jahr nochmal richtig neu auszurichten, richtig, richtig gut auszurichten und die Fülle vielleicht auch sogar einzuladen, denn die Fülle sollten wir wirklich in jeder Sekunde leben. Die Fülle ist ja für alle da und sie kann sich aber auch nur entfalten, wenn du sie jetzt in die Jetztzeit reinholst und das wäre jetzt anschließend wirklich eine ganz tolle Möglichkeit für dich, mit dem Neubeginn raus aus dem Mangel, rein in die Fülle, diese Neumondenergie mit der Kombination der Elf zu nutzen. Denn Fülle ist überall im Universum und Fülle beinhaltet ja, das ist so ein abstraktes Wort, finde ich, Fülle. Es geht also um das Materielle, um das Körperliche, um das Geistige, um die Seele. Überall kann man Fülle erzeugen. Also nicht nur, also materiell ist ganz wichtig für uns, weil wir ja auf der Erde leben und jeder das Geld braucht, um eben gut leben zu können. Dann gibt es das Körperliche, das ist die Fülle der Gesundheit. Ja, das sollten wir auch immer in Betracht ziehen. Der Geist, die Fülle im Geist, das heißt, tolle Gedanken, ganz viel Wissen, unendliches Wissen und Kraft. Und die Fülle der Seele ist einfach die Fülle zu spüren, die Verbindung zu Gott, die intensive Liebe, die Unendlichkeit deines Seins zu spüren. Das ist auch unheimlich viel Fülle. Und das solltest du dir stets bewusst sein und auch sehr fokussiert dann für dich im Klaren sein. Also eine klare Vorstellung trägt immer dazu bei, wenn du etwas Neues beginnst, dass es sich auch verwirklichen kann. Und ich habe aus meiner Erfahrung schon oft festgestellt, dass Menschen diese Klarheit oft gar nicht haben und sich vielleicht auch gar nicht getrauen, so viel für sich selbst
zu wünschen oder sich vorzustellen, dass sie alles können können. Ja, das ist ganz wichtig, denn, dass du dir bewusst bist, dass du auch alles kannst. Du kannst wirklich alles, wenn du es nur willst und dir es vorstellst, aber in der Jetztzeit. Und wir werden in den Lichtcode von 1111 eintauchen, in diese universelle Schwingung, die dich dann hinführt, klarer zu werden, dich auszudehnen und die Fülle in dein Leben zu bringen, etwas Neues zu beginnen. Ich spüre die Energie schon richtig intensiv und freue mich sehr, denn jetzt werden wir auch gleich beginnen. Und ich wünsche dir jetzt bei der geführten, gechannelten Meditation ganz viel Kraft, ganz viel Klarheit und Freude. Ich werde mich jetzt einsprühen mit meinem Ursprungslicht. Einfach, weil es mir wichtig ist, über die Energie in meinen Ursprung, in meine Herkunft einzutauchen. Denn dort ist die Fülle in jedem Fall vorhanden. Und von dort aus gehe ich dann mit dir in die Neumondenergie. Ja, dann fangen wir jetzt an. Ich bitte um die Energie der Heilung. Ich bitte um die Energie des Schutzes und um die Energie der Klarheit. Heilung bedeutet Transformation. Ich richte meinen Kanal aus und verschmelze mit der unendlichen Liebe des Universums und dich. Bitte ich, deine Augen zu schließen und dich vollkommen auf das Hier und Jetzt, auf deinen Körper und auf deinen Atem zu konzentrieren. Lasse los von deinen Gedanken und lasse sie wie die kleinen weißen Wolken am Himmel einfach so vorüberziehen. Denn jetzt ist die Zeit für dich und für deine Seele. Jetzt ist die Zeit einzutauchen in deinen Körper, in deinen Geist und in deine Seele. Die Energie fließt stark durch mich hindurch und ich öffne mich. Ich öffne mich für die Energie des Neumondes am 11.2. Und so beginnt das sanfte, die sanfte Energie, welche dennoch stark und kräftig wirkt, jetzt zu uns zu fließen. Die Neumondenergie schwingt in sanften Wellen zu dir. Stelle dir vor, wie du am Fenster stehst, den Himmel betrachtest und die Stelle, wo der Neumond jetzt sein sollte, mit deinen Augen erfasst. Und stelle dir vor, wie die Energie des Mondes dich umhüllt, wie sie dich ausdehnt und du, wenn du es möchtest, jetzt mit dieser Energie verschmelzen kannst. Lasse dir Zeit, denn mit Gelassenheit wirst du die Energien tiefer fühlen und mit Hingabe werden sie dein Herz berühren und dich öffnen. Nun rufe ich für dich die Schwingung von 11, die hohe Schwingung der Meisterzahl 11. Diese Schwingung ist im Universum verankert.
in der heiligen Geometrie, welche sich jetzt für dich öffnet. Und welche zu dir fließt, wenn du es zulässt. So hüllt dich ein, die 11, die Zahlenschwingung der 11, der Weiterentwicklung, dein Weg der Inspiration, dein Weg der Intuition und die Zuwendung zur Spiritualität, zur Meisterschaft. Spüre diese Energie und lasse sie ein Teil von dir werden. Beide Energien verschmelzen nun zusammen und mit dir. Und jetzt in diesem Moment, wo du diese Schwingung trägst, werde dir bewusst, was deine Ziele sind. Lasse deine Visionen und deine Wünsche jetzt in diesem Moment vor deinem dritten Auge entstehen. Werde dir bewusst, was du als nächstes beginnen möchtest oder wo du einen Schritt weiterkommen möchtest. Die Neumondenergie öffnet den Weg für einen neuen Schritt in deinem Leben. Die Zahlenschwingung von 11 unterstützt deine Vision mit der Kraft des Universums. Lasse dich nun tragen von diesen Energien. Und lasse Bilder entstehen vor deinem dritten Auge von allem, was du erreichen möchtest. Ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit. Und nun bitte ich die Kraft des neuen Mondes. Ich bitte diese Kraft und die Kraft des Universums, deine Wünsche zu erfüllen.
die Energien in dir zu verankern, welche dir Kraft geben, Neues zu beginnen, welche dich jetzt in diesem Moment neu ausrichten werden, welche dir die Richtung anzeigen werden, die du gehen sollst. Vertraue einfach und lasse los von jeglicher Kontrolle, denn durch Kontrolle blockierst du die Energien. Es sind die Energien der Liebe, welche dich ausrichten und welche dich weitergehen lassen, welche dich deine Ziele erreichen lassen. Und wenn du das Gefühl hast, deine Wünsche konkret, deinen Neubeginn oder die nächste Stufe konkret formuliert hast, wenn du diese Sicherheit fühlst, dann lächle. Lächle voller Dankbarkeit, dass dies sich alles jetzt schon erfüllt hat. Dass all dies, jede Vision, jetzt schon verfügbar für dich ist. Und dann lächle noch einmal. Lächle noch einmal in der Gewissheit, dass auch alles gut ist, so wie es ist. Und dass du genauso wie du bist, gut und richtig bist. Schau dann noch einmal zum Neumond und bedanke dich bei dieser wundervollen Energie. Lächle auch hier, lächle den Mond an, denn auch er fühlt deine Liebe und deine Dankbarkeit. Auch der Mond ist lebendige Energie. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Und auch ich schließe jetzt meinen Kanal. Ich bedanke mich bei der Liebe des Universums, bei meiner göttlichen Führung, dafür, was jetzt gerade geschehen durfte. Und ich bedanke mich bei dir, dass du teilgenommen hast. Also, jetzt sollte dir eigentlich alles klar sein, was du möchtest. Wenn es noch nicht klar ist, dann wiederhole und nutze die Energien. Was wichtig zu wissen ist, jetzt in dieser gechannelten Meditation habe ich dir die Energie der Elf und des Neumondes runtergeholt. Und zwar wird diese Energie immer wirken, auch wenn du in einem halben Jahr dieses Video machst, die Meditation machst, wird diese Energie verfügbar sein. Und das ist das Wundervolle, dass Energie niemals vergeht, sondern immer da ist. Das heißt also, du kannst zu jeder Zeit dieses Video machen und dich immer wieder neu ausrichten, immer wieder neue Ziele konkret formulieren und so Stufe für Stufe weitergehen. Stufe für Stufe weiterkommen auf deinem Weg der Meisterschaft. Ja, schön, dass du hier warst und schön, dass ich das mit dir teilen durfte. Ich hab dich so lieb. Bis zum nächsten Mal.